Ach! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Matthias, mit dem Justin, mit dem Günni und mit dem Chris. Das war noch cringer als der eine Start im Mini Country Life. Vermut. Wo Günni gesagt hat, er hat nur alle Leiste im Watch auf. Ja. Digga, Junge. Geil. Der war alle leise, ihr Geil. Der muss in die Face rein, Alter. Demnächst, ich muss mal Dommer anschreiben, der soll mal die ganzen Singproben von Matthias und alles andere mal reintun und natürlich den Fail auch noch. Und das hier, das absolut cringe. Oder Marschiasch? Roshashin. Was sagst du dazu? Mut. Hallo, du Fett. Was machst denn du? Güni, oh, sei leise. Psst. Na, machst deine Arbeit. Boah. Okay, also. Okay, also ich frag mal nicht, was sie da unten macht. Nix. Hört sich ein bisschen wie Homo-Shit an. Na. Ein bisschen Homo-Shit. Boah. Sorry, gerade hat's ein bisschen gestockt im CP-Punkt. Was hat's denn gegeben im CP-Punkt zum Essen? Deine Pommes. Wow. Die du im Keller gemacht hast. Im Keller habe ich keine Pommes. Die hast du ja geschnitten, wo du geheult hast, wo deine Mama gesagt hat, was sollst du jetzt machen? Lieber Ohr. Ja. Jetzt muss ich kurz die Frage stellen, damit wir die endlich aus dem Raus haben. Kurze Meinungsäußerung. Echt? Dann nicht? Das kann nicht. Okay, dann. Du musst denn jetzt Hause? Nee, Chris will's nicht. Die Antwort ist nee. Nee, was? Kurze Meinungsäußerung zum wilden. Ja, jetzt sagst du. Zum wilden Pinky Minky vom Chris. Nee, Spaß. Zum wilden Silvesterkrieg in der Ukraine. Ja, da ist man schon abgehört. Ja, haben wir auch schon drüber geredet. In der ersten Folge, glaube ich, meine ich. Ersten, zweiten, sowas. Hab ich doch keine Ahnung von, Junge. Ich war bei euch nicht. Ja, doch. Nein. Er war heute nicht auf der VIP-Liste eingetragen. Da will ich nicht. Junge, hey, jetzt hört mal auf, ich hab 13 Sticker hier in der Warteschlange. Jo, danke dafür. Das fängt dich schon wieder an. Die kannst du auch keinen zeigen, Alter. So, den zweiten Letzten kann man doch jemand zeigen. Habt ihr gerade nebenbei mit dem Gabelstapel Quäbel und so ganz hoch? Weil Just übernimmt du mal schnell bitte, danke. Was du übernehmen? Jo, den hab ich gesucht. Den mit dem Ding. Bitte, ich guck. Ja. Ja, das war gut. Bin in die Fresse rein. Und fragt uns nicht, woher wir die Sticker haben. Also, ich hatte sie nicht. Ah, ein Weg Schlipper. Was, der Schlipper ist nuss. Beim so einen nicht, ne? Nee, aber deiner. Na. Wollen. Meine ist trocken. Das ist das so. Nee. Deine Mutter muss sie gestern auswechseln. Du hast doch solche Rentnerwindeln an, oder nicht? Na, stell mal. Gerade am Saugen. Apropos Saugen, du musst mir mal deine Lieferadresse senden. Ja, du fragst mich, du hast noch nicht mal Matthias nach dem Ort gefragt. Wegen dem Paket. Ja, ich brauch von einem Vogel. Was? Chris, jetzt Edelstoff oder Tegernsee? Edelstoff, hab ich das letzte Mal schon gesagt, ja, aber ich brauch von dir die Adresse, damit ich dir was zusenden kann. Ich weiß, dass da mehr Alkohol drin ist und die Österreicher. Ey, die Österreicher lieben diesen Trick. Die vertragen ja nichts. Na gut, wenn du Chrissy Gaming anguckst, na gut, ja, na gut. Ja. Der zittert schon.
Ach, der arme Hund, Junge. Was stell dir vor? Ich bin wirklich Metroid, ich, Alter. Mann, das wird nie aus. Ach, Matthias, du machst das richtig gut. Ja, es lägt ja, ich wäre ja schon lange fertig, aber es lägt Rudi, ja ich hoffe, alles so. Nein, war ja nicht negativ gemeint. Und danke, dass du mir in die Karre fährst. Justin und Matthias, ihr müsst mir mal euer IP-Adresse per E-Mail schicken. Oder halt auf WhatsApp, damit ich euch was zusenden kann. Ja, kein Ding. Matthias schickt gerade rüber. Matthias, du kennst ja jetzt die Adresse von mir, dann schickst du die einfach rüber. Kleiner Stalker, Junge, jetzt stalkt der Nico und jetzt stalkt er gleichzeitig noch mich. Matthias, fährst du da mal weg? Ich muss schreiben. Wen denn? Übrigens können wir die 11 schon ansehen, also warum habe ich den da eigentlich sauber gemacht? Warum, was ist denn, was steht, ja 11, warum warst denn du? Du musst die 9 auch noch ansehen. Boah, echt jetzt? Hätte ich nichts gesagt, hätte ich hier jetzt reingefahren. Du hättest einfach nichts gewusst. Natürlich, du Schlingel. Ja, sicherlich. Such deine Farbe aus. Such deine Farbe aus. Ich nehme die Farbe, ich hau dir. Ey, hier ist der Ball vom Hund. Matthias, komm mal. Ja, das war halt eine Scheiße. Nee, du sollst den Ball mal nehmen. Warum nennst du mich scheiß Kind, du Spur? Weil du es bist. Was solltest du dann sein? Ich auch heute. Und warum rollt der von selbst? Bei Baum. Ja. Das ist. Nee, das sagen sie süß, das ist Weinschaste wieder. Die Fresse, Alter. Einzige Wein ist heute Abend du, Junge. Nee, das sagt deine Mutter auch immer, warum rollt er jetzt von selbst? Wow. Wow. Kann man machen, muss man aber nicht. Hey, wo ist eigentlich unser Hund, Junge? Ist er gestorben oder was? Ich fahr doch gerade da. Der Amber, Junge, wo ist Amber? Amber? Ja. Amber. Was denn? Euer ja. Hund macht das, was ich gerade von Sticker reingeschickt habe, in die Kurbel. Schnauze. Oh, Party! Ja, Mann. Nee, der macht das. Oder das? Oder das? Ich hab Bock mehr auf die Praktikanten. Mein Auto. Und ist das Chris sein Hund? Okay. Linda. Ja, okay, hör mal auf Instagram, Junge. So. Kurz mal meine Meinung dazu gesagt. Los. Der Möfme fährt jetzt 6 Stunden drauf. Der Möfme? Der Kreator hat 7,5. Justin, wie viel hatten eigentlich bei uns die meiste? Warte kurz, das kann ich ja ganz einfach gucken, warte. Ja, 5,1. Die Schnauze. Oha! Ich glaube, der 900er hat den Glas. Ja, der Murphy, der Große. Der Murphy, der Große, den wir als letztes gekauft haben, der hat den meisten. Ah, nee, das ist der 4. Du musst aber mal bei dieser Tabelle gucken, mit den meisten Stunden. Da sind 3 und alle 3 Traktoren von uns, die mit den meisten Stunden. Finde ich schon schosch. Einmal der Glas, einmal der Möfmöf und einmal der 7810. Und ich weiß nicht, der Akku ist einfach so ein fucking Gewicht. Und dann kommt der Fendt 24-7. Dann kommt der Klaas vor. Oder auf welcher Tabelle guckst du gerade, Alter? 7-24 meine ich doch.
Du schaust wahrscheinlich bei euch gerade an der Tabelle. Nein, das sind alle. Oder? Da weiß ich nicht. Eigentlich werden ja alle angezeigt auf dem Server. Oder ich häng noch in LS19 drin, weil da wurden immer alle angezeigt. Weil ich finde, bei uns nämlich das ganz oberste ist bei uns der John Deere 643R. Das ist auf scheiß Frontlader mit 3,6 Betriebsstufen. Okay, sympathisch. Ja, nee, dann werden nur uns angezeigt, sorry. Ja, bei uns. Übelste Techno-Party. Mein Hunder da hat 7,5 Stunden. T-Länder da hat 1,5. Hexe 2,7. Pistenraube 0,7. Grimmel 1,2. Wir könnten übrigens einfahren, Matthias. Hast du mal Lust, so einzufahren? Jo, ich fahr gerade heim im 5 und da 700 auf. 1,8. Narabestapler 1,1 Betriebsstunden. Mhm. Okay, Matthias. Der Baum, Alter, scheiß Baum. Halli, schnell. Wir meine Ausrede jetzt noch. Wo hast du den Lade? Achso, den hab ich da unten gestanden. Ja, mich wieder schimpfen, gell? Ja, das sind die richtigen. Wolltest du vorhin genau das gleiche machen? Ja, aber ich darf das. Ja, ist klar, du darfst du Scheiße, Junge. Also, was du darfst, ist essen und trinken. Ja, nee. Ja, nee. Das ist irgendwie so leise da. Wer? Allgemein so. Irgendwie nicht so. Ich? Gesprächig. Wie weißt, meinst du das? Tauschen? Ich rede die ganze Zeit. Ja, wenn du willst. Ja, okay. Scheine noch mal ein paar Minuten. Kann man mit dem 69er Aktion einmal durch die. Ach, Jone, hier hinten hängt der Amber dran. Liegt der schön im frisch gemähten. Der hängt hier hin, der hängt da hinten. Der ist hier am frisch gemähten Gras. Meister, fang den Amber mal ein. Ja, warte, mach ich. Ja, da hinten glaube ich wirklich Party gemacht. Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Kannst du nur. Ich habe wieder 4 Nachrichten. Ja, aber irgendeiner die ganze Zeit Sticker schickt. Huh? Mich nicht. Chris, willst du uns was erzählen? Warte. Ich bin konzentriert. Danke für den Voice Crack. Helfer Abel von einem Objekt blockiert. Moin, Gunni. Was? Morgen bleiben. Warum? Was?
Der Dampf. Ah, jetzt. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch dann so gerne ein Abo oder ein Like, dann schaut bei einem Kollegen vorbei. Und das wird Zeit, damit wir aufhören, weil die haben ein bisschen einen Vogel. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja.